Im letzten Kapitel des Hebräerbriefes geht es darum, dass Jesus Christus, der sich Erzeigende ist, in der Gemeinde sein will. Das, was er schenkt, das soll sichtbar sein. Wir stellen ja immer wieder fest, auch in so einer großen Stadt wie Berlin, dass es ja viele Christen gibt, aber sie sind unterschiedlich geprägt. Und weil sie unterschiedlich geprägt sind, haben sie nicht nur örtlich ihre Gemeinden, was ja gut ist, dass ganz Berlin besät wird, sondern sie haben eine Gemeinde ihrer eigenen Prägung. Und jeder darf vielleicht auch zumindest vorübergehend von seiner Prägung überzeugt sein. Aber bitteschön, nur vorübergehend. Denn seine Prägung ist niemals die letzte, sondern das ist nur eine vorübergehende. Und in dem Hebräerbrief soll deutlich gemacht werden, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Die hebräischen Christen hatten ja nicht nur Schwierigkeiten, mit denen klarzukommen, die weiter nach dem Gesetz lebten, sondern auch mit den Heidenchristen klarzukommen, die überhaupt kein Gesetz im alttestamentlichen Sinne kannten. Und plötzlich nun sollen sie nebeneinander auf dem Stuhl, sage ich mal, sitzen und sagen, wir sind eine Gemeinde, obwohl die das ganz anders gehandhabt haben. Wir lesen im Römerbrief zum Beispiel auch, die einen sagen, ja, wir essen kein Fleisch. Die anderen essen Fleisch. Ja, dann machen wir eine Gemeinde für Fleischesser und eine für Vegetarier. Aber die Schrift sagt, nein, der Fleischesser soll auch neben dem Vegetarier sitzen dürfen. Christus will sich erweisen, und zwar in bestimmten Tugenden. Die werden am Anfang des 13. Kapitels hier deutlich angesprochen. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leib lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. In den anderen Kapiteln zuvor haben wir viele Vergleiche gelesen mit dem alttestamentlichen Gottesdienst. Welche Aufgabe der hohe Priester hatte, welche Aufgabe überhaupt die Priester hatten, die für das Volk vor Gott stehen sollten. Und die Beweisführung wurde hier gegeben, dass Jesus der letzte und wahrhaftige hohe Priester ist, nämlich der Sohn des lebendigen Gottes und dadurch der ewige hohe Priester ist, der mit einem Opfer alle, die ihm angehören, auf einmal vollendet hat, die an ihn glauben, in Ewigkeit vollendet hat. Also nicht solche daraus gemacht haben, die noch ein bisschen was zur Vollendung hier hinzutun dürfen und lernen sollen, sondern die vollendet sind.
Das ist natürlich für jemand, der ständig nur in religiösen Übungen steht, ein starker Tobak. Ich kann nichts mehr tun zu der Vollendung des Heils meiner Seele, wenn ich Jesus Christus aufgenommen habe. Ja, dann bin ich ja arbeitslos, was meinen Glauben betrifft, meine Religiosität. Das ist schwer anzunehmen, das nicht mehr hinzutun zu dürfen. Ich will doch schließlich als auch ein fleißiger Christ anerkannt werden, dass ich Wichtiges tue, an dem Gott wohlgefallen hat und er mir deswegen diesen Platz im Himmel gibt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das wollen wir jetzt mal streichen. Sondern der Glaube an Jesus Christus ist das, was euch vollkommen macht. Ist das, was der himmlische Vater anerkennt. Und zwar nicht nur bei euch, die ihr aus dem Judentum kommt, sondern auch bei denen, die aus dem Heidentum kommen, die vom Gesetz überhaupt keine Ahnung gehabt haben. Es ist schwer anzunehmen. Bis zum heutigen Tag fällt es ja manchmal auch örtlicher Gemeinde schwer, Menschen anzunehmen, die aus einem anderen Hintergrund kommen als man selbst. Bruder Nötzold hat einmal erzählt, dass er war schon immer für Jugend eingestellt, auch noch in der früheren DDR, wo er tätig war in Halle als Bäckermeister, und er versuchte Jugendliche zu sammeln, aber da gab es dann Akademiker darunter. Die wollten mit dem einfachen Arbeiter nichts zu tun, die hatten immer, die schwebten mit ihren Gedanken so über der Decke. Und da sagte er mir dann, weißt du, das ging einfach nicht mehr. Da musste ich die Kreise trennen. Die wollten einfach nicht zusammen. Die Akademiker waren eben gebildeter, die wussten alles viel besser. Und die einfachen Arbeiter, die saßen dann da rum und fühlten sich also nicht angenommen. So passiert es leider auch immer wieder in verschiedenen Kreisen. So soll es aber nicht sein. Egal, wo jemand hergekommen ist, ob er aus dem Gefängnis gekommen ist, ob er Mörder gewesen ist oder ob er ein anständiger Mensch im Sinne der Gesellschaft gewesen ist. Glauben Sie beide an Christus, sitzen Sie nebeneinander in einer Reihe in der Gemeinde und loben denselben Herrn. Aber das muss man im Herzen zulassen. Deswegen am Ende völlig mal von der Beweisführung, dass Jesus der Christus ist, der einzige hohe Priester, hinweggenommen, hin zu den Äußerungen seiner Kraft. Der Schreiber will also deutlich machen, das ist Jesus in eurer Mitte. Wenn das geschieht, was hier geschrieben steht, bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Bevor ich auf diese Punkte eingehe, kleiner Vorspann. Wenn Jesus also das Haupt der Gemeinde ist und bleiben kann und in der Mitte der Gemeinde wirkt, dann entsteht etwas Sichtbares, nämlich ein Leben der Überwindung des Bösen. Das kann man plötzlich an den Leuten sehen, dass die eine Kraft haben, das Böse, die Sünde zu überwinden. Vorher konnten sie das nicht. Aber weil Jesus in der Mitte ist, können sie das plötzlich. Und zwar dadurch geben sie das Zeugnis von der Gnade Gottes. Gnade heißt ja Geschenk. Zeugnis von dem Geschenk, dass Gott etwas gegeben hat, was der Mensch nicht tun konnte. Dass er einfach das Böse mit Gutem jetzt überwinden kann. Wunderbar. Das ist das Zeugnis. Der Geist auch der Evangelisation und Mission bleibt dann in dem Einzelnen und der Gemeinde beständig. Das heißt, diese Menschen wollen nicht mehr allein für sich leben. Sie sind im Gebet, dass ihr Leben so ein Zeugnis wird nach außen, dass andere diese Gnade auch erkennen können. Und dass sie sagen, oh, das möchte ich doch auch haben. Das ist Christus mitten in der Gemeinde. Nur Rückfall in den Judaismus, jetzt mal im Sinne der Hebräer, der Gesetzlichkeit oder Glaubensstillstand oder Duldung von Sünde, kann die Gemeinde zur Freudlosigkeit führen.
dass sie gar nicht mehr den Wunsch hat, nach außen ein sichtbares Zeugnis der Gnade zu sein. An die korinthische Gemeinde schrieb der Apostel Paulus in 2. Korinther 13, Vers 5, deswegen, weil wir ja immer so schwankend sein können, auch als Christen, prüft euch doch mal selbst, ob ihr wirklich im Glauben steht. Denn da muss ich ja was zeigen dann. Prüft euch mal selbst. Oder seid ihr etwa untüchtig geworden? Stellt es einfach mal bei euch fest, wie denn das ist. Denn wenn der Glaube lebendig ist, dann muss auch im Leben etwas zu sehen sein davon. Es sei denn, dass ihr im Stillstand euch bewegt oder im Rückschritt oder in Sünde, die euch lähmt. So musste er dieser selben Gemeinde schreiben, 1. Korinther 5 zum Beispiel. Nicht, dass die das nicht gemerkt hätten, aber sie haben einfach keine Konsequenz daraus gezogen. Da schreibt der Apostel an die korinthische Gemeinde, es geht eine Rede unter euch um, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche, wie sie nicht einmal unter den Heiden ist, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und was ist, ihr seid aufgeblasen, ihr seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. In Vers 6 dann weiter, euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Also hier war eine christliche Gemeinde schon vorhanden und sie war aber gelähmt. Sie kam nicht richtig vorwärts. Das war jetzt nur eins, es gab da noch mehr Punkte, die Paulus anspricht, warum sie einfach nicht mehr ein Zeugnis wurden, so dass eben Menschen nicht erkannten die Gnade Gottes, die da spürbar war. Sie duldeten einfach Sünde. Statt eben zu sagen, nein, wir gehören jetzt dem Herrn und wir möchten in der Heiligung leben. Bleibt die Gemeinde aber in dieser Gemeinschaft mit Jesus, dass Jesus in der Mitte ist, dann ist auch der innere Drang vorhanden, andere Menschen mit diesem Gott in Jesus in Verbindung zu bringen. Der heilige Wunsch pulsiert dann auch im Herzen der Gläubigen tiefer, persönlich tiefer und weiter in der Heiligung fortzuschreiten. Dann ist es auch ein Gebetsanliegen, Herr, heilige du mich, ich will das alles ablegen, was nicht zu dir gehört und ich möchte alles anziehen, was zu dir gehört. Das ist dann so ein Wunsch, der Wunsch wird zum Gebet dann. Man sagt nicht nochmal, wir überlassen das jetzt mal dem Zufall, ob ich besser werde oder anständiger oder so, geht's, dann geht's, geht's nicht, geht's eben halt nicht, sondern das ist dann ein Gebetsanliegen, ein Ringen. Herr, ich will, dass dein Wesen in mir groß wird. Ja? Das ist in dieser lebendigen Beziehung vorhanden, denn es entspricht ja dem Willen Gottes. Und ein Kind Gottes will ja den Willen des himmlischen Vaters tun. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 steht ja auch, eure Heiligung, das ist der Wille Gottes. Die Heiligung, das heißt, dass wir nicht so bleiben, wie wir waren oder wie wir sind, sondern dass wir bis zu unserem Heimgang immer wieder Veränderung suchen, wollen und zulassen. Kein Christ ist irgendwann, was die äußere Heiligung betrifft, fertig. Keiner. Da haben wir alle Mangel. Und darum ist es so wichtig für uns, wir möchten Jesus ähnlicher werden in seinem Wesen. Und darum beten wir jeden Tag. Weil nämlich nur diese Ähnlichkeit mit Jesus ein Zeugnis, eine Sprache für die Gnade Gottes ist. Die Worte allein, so haben wir uns ja gesagt, die machen es nicht. Ja, die kann man reden. Aber die Leute gucken auf das Leben. Und dann sagen sie, ja, die Worte stimmen mit dem Leben. Ah, da muss ja was dran sein.
Das ist der Wille Gottes. Jeder ist also darauf bedacht, ein sichtbares Zeugnis von der wahrhaftigen Überwindung der Sünde und des Todes durch Jesus Christus und sein Kreuz zu werden. Ein Zeugnis, dass man Sünde überwinden kann, dass man ihr nicht gehorchen muss und dass die Todesfurcht von einem flieht. Das ist ein Zeugnis. Wenn ich selber der Sünde in allerlei Weise immer wieder erliegen muss und dann sogar noch Todesfurcht habe, dann helfen die Worte von der Gnade nicht. Sie bleiben einfach nur Worte. Hier verstehen wir das im 13. Kapitel, dass hier Krafterweisungen Gottes in Jesus sichtbar werden müssen. Deswegen dieses Verlangen, dass auch andere Menschen das Wunderbare, das Gute kennenlernen, formuliert auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief und sagt, ja, warum verkündigen wir das? 1. Johannes 1, Vers 3, dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und dann erklärt er, dass unsere Gemeinschaft ist mit Gott in Jesus Christus. Wir haben das Verlangen, dass ihr auch Gemeinschaft habt mit uns. Das zeichnet einen Menschen aus, der wirklich in der Gegenwart seines Heilandes lebt. Und auch diese Gemeinde. Also nicht mehr die Taten, die äußeren Taten, die ja auch gut sein können. Wir haben ja jetzt am Sonntag, der Pfarrer Nielsen, der sprach ja darüber, hatte ein Zitat von Luther auch weitergegeben, was richtig ist. Gute Werke machen noch keinen gerechten Menschen, sagte Luther mal. Aber ein gerechter Mensch, der wird auch dann gute Werke haben. Also so rum, ja? Nicht, also nicht mehr die guten Werke sind das Entscheidende zuerst, sondern die Liebe zum Nächsten. Und da ist ja jeder gefordert, nicht, ich will mich einfach lieben lassen, ich such mal, liebst du mich, ja, und wenn du mich, dann bist du falsch, wenn du mich nicht liebst, sondern liebe ich dich, das ist die Frage. Nicht, ob du mich liebst, sondern ich muss dich lieben. Dann ist Jesus der Handelnde, der Segnende unter uns. Die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten gehören einfach zusammen. Als Jesus gefragt worden ist in Matthäus 22, was ist denn das vornehmste Gebot? Dann hat er zitiert aus dem Alten Testament, ihr wisst doch, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus all deinen Kräften, aus all deinem Vermögen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das gehört zusammen. Das ist die Kraft Jesu. Das ist die Kraft Gottes. Darum hat Johannes auch weitergeschrieben in dem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Der bleibt im Licht. Wer ihn nicht liebt, der ist irgendwo wieder in die Finsternis abgeglitten. Um das geht es, um diese Präsenz Jesu durch seine Kraft. Also der Schreiber des Hebräerbriefes will deutlich machen, dass die begnadigte Gemeinde durch das Blut Jesu und die Gabe des Heiligen Geistes, das ist, was sie in dieser Welt sein soll, also diese neue Kreatur, zeigen soll, dass Jesus der Handelnde in ihrer Mitte ist. Hier treffen die Worte des Herrn auch ein, der seinen Jüngern ja deutlich gesagt hat, die Rebe kann doch keine Frucht von sich selbst bringen, Johannes 15. Und ohne mich kann die Rebe gar nichts tun. Von sich selbst kann sie nichts tun und ihr braucht mich. Das hat er deutlich gesagt. Der Schlüsselvers in diesem gelesenen Abschnitt lautet deshalb auch in Vers 8, dass Jesus der Unveränderliche ist. Wie er damals war, ist er auch heute. Und wie er heute ist, wird er auch in Zukunft sein. Mit anderen Worten, sein Wesen ändert sich nie. Und somit soll sein Wesen,
seine Krafterzeugung in der jeweiligen Zeit und Gemeinde sich genau gleich äußern. Liebe bleibt Liebe von ihm. Ob das jetzt 2000 Jahre her ist, ob das heute ist oder ob das in Zukunft ist. Die geistliche Liebe. Deswegen Jesus Christus ist unveränderlich. Er verändert sich nicht. Er bleibt, und das dürfen wir uns auch angesichts dieses Wortes sagen, er bleibt der Sieger von Golgatha. Dieser Sieg wird nie geschmälert. Also als Christ in der heutigen Zeit kann ich nicht sagen, na, heute ist ja alles so schwer. Damals war es ja viel leichter. Damit würde ich sagen, damals war der Herr stärker, heute ist er schwach. Heute gilt sein Sieg von Golgatha nicht mehr allumfassend. Das dürfen wir nicht sagen. Wir müssen sagen, heute ist er genauso Sieger über das Böse und den Tod wie damals. Er ändert sich nicht und somit auch die Kraft in seiner Gemeinde nicht. Er bleibt Sieger, er bleibt heilig, er bleibt gerecht, er bleibt aber auch barmherzig, er bleibt geduldig, er bleibt treu, er bleibt gütig und voller Liebe. Bleibt er immer, jeden Tag. Und im Psalm 93, 5 heißt es ja auch, Heiligkeit ist die Zierde seines Hauses. Seines Hauses, wir könnten auch sagen, seiner Gemeinde. Das ist der Tempel Gottes, das ist Heiligkeit. Und ich persönlich, wenn ich so einfältig mir Gedanken mache, was heilig ist, stelle ich mir schon eine gewisse Ehrfurcht vor. Manchmal kommt man ja in kirchliche Räume oder in Kathedralen und da bewegen sich manche Leute ganz anders als draußen auf der Straße. Sehr komisch, ne? Irgendwie reden sie leiser. Und manchmal ziehen sie sich auch ein bisschen anders an, laufen vorsichtig, wollen keinen stören und so weiter. Irgendwie haben sie das Gefühl, das ist eine andere Atmosphäre und sie müssen dort sich anders bewegen. Heiligkeit ist die Zierde seines Hauses. In der Gegenwart Jesu soll also diese Zierde auch die Gemeinde durchdringen. Hier werden also die Hebräer auf eine ganz andere Schau hingelenkt, jetzt mal weg von ihren gesetzlichen Arbeiten, hin zu dem, der heilig ist und sein Haus ist geziert mit Heiligkeit und wir sollen da drin wohnen. Ja, das ist ja was ganz Neues. Da, wo er stets eingeladen und zugelassen wird, entstehen also dann durch seine Heiligkeit Ewigkeitswerte, weil er, der Herr, von der Ewigkeit her handelt für die Ewigkeit. Das heißt, in meinem Leben entstehen dann Ewigkeitswerte, wo er handelt. Wo ich handle, natürlich nicht. Das ist alles nur zeitlich, vergänglich. Ja, aber wo er handelt, wo er mein Wesen verändert und es gebraucht, entstehen Ewigkeitswerte. Und das soll unser Gebetsanliegen sein, das sollte es für die Hebräer sein, auch für die, die aus den Heiden gläubig geworden sind. Durch Jesus, den Messias in der Mitte, soll also die Gemeinde, das wahre Israel, diese Hebräer, die jetzt nun Jesus kennengelernt haben, repräsentieren. Sie sollten als Israelis sagen, jawohl. Alles, was wir brauchen, kommt von oben. Wir werden es nicht von unten erarbeiten können. Und das wird ja dann auch bei vielen anderen, schon beim Anbruch ist es geschehen, der Gläubigen aus Israel aber zum Schluss auch geschehen. Wir lesen in Sacharja 13, Vers 1, zu dieser letzten Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalems einen offenen Quell haben. Ja, Quell, da denken wir, trinken, satt werden. Gegen die Sünde. Eine Kraftquelle gegen die Sünde. Da
Da werden die das haben. Und gegen die Befleckung. Und in Kapitel 14, Vers 4 und 9, wenn Jesus wiederkommt, seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin, und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, von Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, so dass die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden weichen wird. Und in Vers 9, der Herr wird König sein über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Er wird Herr sein über alle und alles. Diese 144.000 Versiegelten, von denen wir lesen in Offenbarung 7, sie sind ja jeweils 12 aus den Stämmen Israels, weil Gott sich diese erwählt zu diesem geistlichen Israel, zu diesem neuen Israel, im neuen Bund, die nicht nur Werke verkünden, sondern die Leben aus Gott verkünden. Ich wünsche mir das so ganz persönlich immer wieder aufs Neue und es ist mir auch ein Gebetsanliegen für unsere Ehe, dass meine Frau verspürt, ich bin nicht bloß der Mann, sondern dass der Herr mich leitet für diese Ehe, dass sie eine Einheit bleibt. Sollten mal die Brüder, die Frauen haben, auch vielleicht so versuchen. Dass sie einfach ein Vorbild werden, dass sie einfach eine Führungskraft haben, nicht mit Worten, sondern auch mit der Tat, mit dem Wesen. Ist so entscheidend, steht auch im Epheserbrief, ja? Und so soll das dann auch sein, dass diese aufleuchten, dass sie als Unbefleckte durch die Annahme Jesu, dass sie das neue Wesen anziehen werden und somit ein Segen werden können. Dass sie sogar standhalten können gegen den Scheinfrieden, den der gegen Christus, der auf einem weißen Pferd reitet, mit einer Krone bestückt, aber auch mit einem Schwert in der Hand durch die Welt einen Scheinfrieden aufrichten wird. Aber in seinem Gefolge ist Krieg, Hunger, Pestilenz, Elend, Tod. Das ist das Gefolge des Scheinfriedens. Aber mittendrin dürfen die, die sich beschenken lassen von der Ewigkeit, überwinden. Also lebendige Gemeinde, bewegt durch den Heiligen Geist, den Geist des himmlischen Vaters, bleibt vor den Zugriffen des Satans und seinem Geist bewahrt. Wir dürfen gar nicht immer sagen, der Teufel hat dies und jenes, der Teufel hat gar nichts. Er hat kein Anrecht am Leben derer, die Christus gehören. Aber die Christen sollten sagen, ich will das, was Christus für mich erworben hat. Ich will nicht auf die Machenschaften des Teufels nur schimpfen, sondern ich möchte die Sünde überwinden durch den Herrn, der für mich geblutet hat am Kreuz. Und nun zu diesen 7 Kraftzeugnissen, die wir hier gelesen haben. Die Kraftzeugnisse der Vollmacht Jesu mitten in der Gemeinde. Erste haben wir gelesen, bleibt in der Liebe. Die brüderliche Liebe ist doch ein Gebot. Jesus sagt in Johannes 13 schon, jeder wird erkennen können, ob ihr zu mir gehört oder nicht, daran, ob ihr Liebe untereinander habt oder nicht. Habt ihr keine, wird man mich gar nicht erkennen. Dann bin ich einfach unsichtbar. Aber wenn diese Liebe sichtbar wird vor den Menschen, dann erkennen sie, dass ich da bin. Das ist also ein Gebot, was Jesus schon den Jüngern gab, ganz oberst, bevor überhaupt was ganz anderes kam. Bevor sie überhaupt in die Welt geschickt worden sind, geht hin in alle Welt, wurde das zuerst mal gesagt. Und das ist ja dann schon mal eine persönliche Frage an mich, ob das erst mal schon pulsiert bei mir. Bevor ich mir Gedanken über irgendetwas anderes mache, gehöre ich Jesus?
dann muss dieser Punkt erstmal geordnet sein. Dass die brüderliche Liebe, und hier heißt es nicht einfach nur den Bruder, der genauso denkt oder so weit ist wie ich, lieben, sondern Bruder ist Bruder. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, ob der nun Fleisch isst oder nur Gemüse, das spielt die Rolle gar nicht. Ob der am Anfang des Glaubens steht oder schon 100 Jahre dabei ist, spielt auch keine Rolle. Bruder ist Bruder. Ob er manches schon versteht, wie ich glaube, es zu verstehen oder nicht, spielt die Rolle gar nicht. Bruder ist Bruder. Bleib fest in der brüderlichen Liebe. Denn daran wird man die Vollmacht Jesu in eurem Leben erkennen. Gegenseitig sollen sich die Gläubigen segnen. Das ist auch das Erste. Meistens passiert es ja anders. Erstmal maßregeln sie sich gegenseitig. Das ist immer das Erste oft. Dann kommt, du verstehst mich, dann will ich dich auch segnen. Nein, segnen. Gegenseitig segnen, ermuntern und helfend dienen. Miteinander missionarisch tätig sein und das Heilen Jesus bezeugen. Bleibt also fest in der brüderlichen Liebe. Das wurde hier dieser Gemeinde gesagt. Das soll sichtbar sein. Denn nur der Herr kann dies Wunder vollbringen. Und vollbringt er es unter euch, wird man sehen, dass ihr ein neues Leben empfangen habt. Dieses Gebot Jesu, einander zu lieben, ist ja zugleich auch ein Hinweis, dass die Erfüllung dieser Liebe nur eine Erfüllung sein kann, die Gott selber schenkt. Wo Bruderliebe zu sehen ist, ist Gottes Kraft vorhanden. Das Zweite, Krafterweisung, gastfrei. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Ja, ich meine, gut, die Hotels nehmen da ja auch Leute auf, gut, die nehmen dafür Geld. Und andere tun das auch, aber hier ist etwas anderes gemeint. Gastfrei zu sein heißt ja, seid selbstlos. Kümmert euch nicht nur um euch selbst, sondern schaut auf das Werk des Herrn. Denn gastfrei auch den Glaubensbrüdern gegenüber den Dienenden oder den anderen, zeugt davon, dass ihr euer Leben Jesus gegeben habt, frei von euch selbst seid und das Anliegen des Nächsten aufgreift. Gastfreiheit zeigt auch die Förderung des Evangeliums, das durch die Evangelisten, Missionare, Prediger verkündigt wird. So wie es Paulus in Römer 12 zum Beispiel schreibt, Vers 13, nehmt euch der Notdurft der Heiligen an, herbergt sie, der Heiligen. Also hier wird ja jetzt nicht gesagt, Tag der offenen Tür, alle Berliner können zu mir kommen, ja, wo auch her, sondern hier geht es um Gemeinde, hier geht es um Glauben, hier geht es um Förderung des Evangeliums. Deswegen gastfrei, vergesst nicht, denn ohne ihr Wissen haben manche sogar schon Engel beherbergt. Und wenn wir das lesen, fällt uns sofort die Begebenheit ein, dass zu Abraham im Hain Mamre 3 Leute eingekehrt waren. Der Engel des Herrn und 2 andere Engel. Das wusste er aber nicht. Er nahm die 3 gleich auf, er gab ihnen zu essen, das Beste, was er im Haus hatte, bot ihnen Herberge an. Und er bekam ja, ihr könnt das nachlesen in 1. Mose 18, 1 bis 22, die Botschaft, dass Sarah noch ein Kind bekommen sollte, dass der Nachfolger schon unterwegs sein würde, der Isaak. Wir wissen, wie die Geschichte war. Sarah konnte das gar nicht so glauben. Abraham schaute auch auf sein Alter. Aber er nahm diese 3 auf. Und dann lesen wir, der Herr sprach zu ihm durch den einen. Der eine war der Engel des Herrn. Und die anderen beiden waren Engel, die dann nach Sodom gingen, um Lot rauszuholen. Weil Sodom und Gomorra
untergehen sollte. So hatte der Herr mit Abraham gesprochen. Ja, ohne sein Wissen hatte er plötzlich Engel beherbergt. Das heißt, er war mitförderlich an der Ausbreitung der Botschaft Gottes, dass Gott eine Erlösung für die, die an ihn glauben, bereitet hat. Das dritte haben wir gelesen. Denkt an die Gefangenen als solche, die auch Gefangenschaft in mancherlei Weise erdulden, das heißt also Verfolgung, auch an die Misshandelten. Und wir denken ja besonders gerade an die Christen auch im Irak, aber nicht nur die, sondern auch in Nordafrika. Und wenn ihr im Internet manche Bilder seht, könnt ihr einfach nur erschaudern, was dort mit manchen Christen getan wird. Wie grausam sie getötet werden. Kinder werden geköpft. Denkt an sie als solche, die ihr auch noch einen Leib habt und Schmerz empfindet. Deswegen betet für diese, denn das sind furchtbare Situationen, die sie durchmachen, die wir auch, unter denen wir auch leiden würden und wären dankbar, wenn man für uns betet. Das heißt also, das dritte Zeugnis der Gegenwart Jesu in der Gemeinde soll die Barmherzigkeit fördern. Gott ist nämlich barmherzig. Wenn er nicht barmherzig wäre, würde ich gar nicht hier stehen. Würde gar nicht hier stehen. Allein seine Barmherzigkeit, die mir begegnet ist, hat mich zu ihm gebracht. Er hätte es nicht nötig gehabt. Und das ist auch das, was er sichtbar machen will in seiner Gemeinde. Mitempfinden mit der Not des Nächsten. Gedenke der Gebundenen. Das heißt doch, wir sollen nicht nur dann die Mitbrüder und Schwestern ihrer Not, wenn sie in unser Haus kommen, segnen oder betrachten und ihnen helfen, sondern auch, wenn wir von ihnen hören, wie es ihnen in der Ferne geht, auch wenn wir sie nicht sehen. Das ist die Barmherzigkeit, die sich ausbreiten soll in uns. Und hier will der Schreiber des Hebräerbriefes deutlich machen, schon an diesen Punkten und den anderen vier, dass wenn ihr das habt unter euch, habt ihr gar keine Zeit mehr über anderes nachzudenken. Dann seid ihr voll beschäftigt mit dem Wesen Jesu. Wir, die wir noch im Leib leben, sollen also auch daran denken, dass andere furchtbare Schmerzen haben und wir, wenn wir das erleiden müssten, gleichfalls diese Schmerzen im Aufblick zum Herrn tragen dürfen. Es geschieht ja nichts in dieser Welt, was nicht an Gott vorbei muss. Aber alles, was an ihm vorbei muss, ob es jetzt nun nachher sich gut erzeigt oder böse, sollen und dürfen wir mittragen. Die vierte Krafterweisung in der Gemeinde ist, dass die Ehe in Ehren gehalten werden soll bei allen und das Ehebett unbefleckt. Wir wissen, in der Welt ist das überhaupt nicht gang und gehe, da heiratet man erstmal gar nicht und dann geht man von einem zum anderen und so weiter, ja. Da spielt es ja keine Rolle, da hat man noch die Kraft nicht. Man läuft seinen Trieben nach. Ja, mal so, mal so. Aber die Krafterweisung Gottes bringt eine wunderbare Ordnung. Die soll in der Gemeinde zu sehen sein, dass die Ehe in Ehren gehalten wird, das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und Ehebrecher wird Gott richten. Alles, was also diesbezüglich aus dem Rahmen fällt, aus dieser Einheit, die Gott selbst geschaffen hat, arbeitet gegen das Evangelium. Gott will, dass der Mensch nur eine echte Verbindung hat, und zwar leiblich und geistlich. Eine echte geistliche Verbindung mit Gott und Jesus Christus, keine Nebenverbindungen zulässt. Das ist mein Leben, meine Verbindung. Christus ist mein Leben, Sterben ist mir Gewinn. So schreibt es der Apostel Paulus. Die einzige Verbindung zu Gott. Und so soll auch
die Ehe schon ein Abglanz dieser einzigen Verbindung sein, die der Mensch mit Gott hat, hier im Eheverhältnis. Darum ist die Ehe so auch ein Aushängeschild der Wahrheit und der Kraft Gottes. Das ist nicht dem Menschen überlassen, der gläubig ist, sondern auch das soll unter der Führung des Heiligen Geistes stehen. In Matthäus 19 hat Jesus Folgendes gesagt, kommen wir gleich mit den anderen Punkten zum Schluss, dass wir nicht überfordert werden. Matthäus 19, da war ja auch diese Frage der Gläubigen des Alten Bundes, wie denn das so ist mit der Ehe. Da sagt Jesus in Vers 5 und zitiert 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern eins. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und dann kam ja die Frage, naja, warum hat Mose den Scheidebrief gegeben? Da sagt der Herr nicht, naja, weil das ja auch eine Möglichkeit war. Er sagt ihnen, weil ihr ein total hartes Herz habt. Das ist der Grund. Euer Herz ist wie Stein. Und deswegen wurde euch das erlaubt, dass ihr nicht mehr zusammenlebt. Aber der Herr führt weiter aus, dann war ja vielleicht die Trennung möglich. Wenn aber dann der Mann eine andere nimmt, dann bricht er die Ehe. Das sagt der Herr Jesus auch. Und zwar, das ist ein Bild, das ein göttliches Bild, was er hier auf Erden prägte, für diese einzige Verbindung zu ihm, die auch nicht durch irgendetwas anderes verunreinigt oder gebrochen werden darf. Das leibliche und geistliche Ehebett, so möchte ich das mal sagen, ist heilig und wird durch die Erlösung in Jesus Christus gesegnet. Diese Verbindung wird gesegnet. Dann haben wir gelesen noch das fünfte, seid nicht geldgierig. Auch das ist ein Wesenszug, der, also dass man nicht geldgierig ist, bei den Kindern Gottes, was durch Jesus geprägt wird. Warum? Der natürliche Mensch hält immer Ausschau nach materieller Sicherheit. Denn er hat ja nichts anderes in dieser Welt außer dem. Deswegen muss er gierig sein und wenn er es nicht erarbeiten kann, dann klaut er es einfach, um eine Sicherheit zu haben. Ja? Bankraub oder irgendwas anderes. Aber Kinder Gottes sollen frei leben dürfen. Der Wandel sei ohne Geiz, nicht geldgierig. Diesem Geiz soll nicht Raum gegeben werden, denn Geiz ist ja die Ursache allen Übels, sagt die Schrift. In der Apostelgeschichte lesen wir von den Gläubigen der ersten Gemeinde in Kapitel 4, Vers 32 und 34, niemand hatte Mangel. Sie hielten die Dinge gemein. Das heißt, hier war kein Geiz. Der Mangel war auch nicht vorhanden. Und in 1. Timotheus 6, Vers 6 und weitere, selig ist der, der sich genügen lässt an dem, was er hat, dass er nicht unbedingt mehr haben will. Und in Sprüche 22, Vers 1, das bringt es so auf den Punkt. Worum geht es in der Gemeinde Jesu und hier bei den Hebräern? Es geht um den guten Ruf. Der gute Ruf ist Christus. Christus. Das ist der gute Ruf in unserem Leben, dass wir zu Jesus gehören. Und da heißt es hier, ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und anziehendes Wesen besser als Silber und Gold. Und Gemeinde soll den guten Ruf haben, dass Jesus in der Mitte wohnt. Das ist besser als materielle Güter. Deswegen lasst nicht Geiz von euch gesagt werden. Denn der Herr wird euch nicht verlassen noch versäumen. Und die letzten beiden Punkte, denkt auch an eure Lehre, haben wir gelesen, Vers 7. Dieses sechste Zeugnis der Gnade und Sicherheit
durch Jesus soll in der Gemeinde erzeigen, dass die Zuwendung Gottes so persönlich zu den Erlösten ist, dass in ihrer Mitte einfache Menschen mit der Gabe der Austeilung des Wortes begabt werden. Gedenkt eure Lehrer. Die Lehrer, die Apostel, die waren ja Fischer und einfache Leute, die Gott gebraucht hat. Schon keine studierten Leute, ja? Gedenkt eure Lehrer. Hier soll also an diesen auch deutlich werden, die Geschenke Gottes. Wir wissen, dass das für die Judaisten damals eine Schwierigkeit war. In Johannes 9 sagten sie zu einem, der blind geboren war, den Jesus geheilt hat, und der plötzlich davon sprach, dass Jesus offenbar ja auch der Christus sein würde. Der hat mich geheilt. Und dann sagten sie von oben herab, du lehrst uns, du bist ganz in Sünden geboren, du sei mal stille. Aber Gottes Kraft wirkte in diesem, dass er das bezeugen konnte. Und das soll auch so sein. Dieses Zeugnis in der Gemeinde soll spürbar sein als solches, dass Jesus etwas aus den Seinen gemacht hat. Ich habe die Zeit, nicht darauf einzugehen, aber ihr könnt 1. Korinther 12 auch lesen, welche Gaben Gott einfach ausgeteilt hat und welche Ämter er den Menschen gegeben hat, und zwar einfachen Menschen, Apostel, Propheten, Lehrer. Einfach berufen, ja? Und die letzte Krafterweisung hier in unserem Text, haben wir gelesen, ist die Festigung in der Gnade, die Sicherheit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Es ist vielleicht für unsere Zeit heute so gesagt, ich will das mal zusammenfassen, man orientiert sich nach christlichen Meinungen hier und da und versucht, diese christlichen Meinungen anzunehmen, gerade wie sie in meine Situation passen. Wir haben ja christliche Fernsehen, christliche Radio, und dann horcht man, das ist jetzt gut für mich. Lasst euch nicht umtreiben, sondern bleibt einfach in der Schlichtheit bei Jesus. Er gibt euch alles, soll uns hier gesagt werden, was ihr persönlich braucht. Da braucht ihr nicht die Meinungen der anderen einholen. Denn wenn man das einholt, dann merken wir, kommt man auf Abwege. Weil man dann auf Leute hört, die nicht Christus unbedingt im Zentrum haben. Dann ist es nur christlich, aber nicht Christus. Das wurde hier schon geschrieben im Hebräerbrief, weil diese Gefahr ja da ist. Ihr seid doch Kinder Gottes, ihr seid doch wiedergeboren, ihr habt doch den Heiligen Geist bekommen. Darum horcht einfach auf euren Heiland, auf euren Herrn, der euch erlöst hat. Und da will ich zum Schluss sagen, Johannes hat das auch so deutlich gesagt in seinem ersten Brief. Er spricht hier von einem fünffachen Wissen. Er sagt zu den Gläubigen, ihr habt doch ein bestimmtes Wissen, wir wissen doch. Du kannst doch nicht sagen, du bist Christ und du weißt nichts von dem, was Christus ist. Das kann doch nicht sein, denn sein Geist ist doch in dir. 1. Johannes 5, Vers 15. 1. Johannes 3, fangen wir mal an, Vers 14, um diese fünf Teile zu haben. Da heißt es, wir wissen, das weiß jeder Wiedergeborene, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Das wissen wir einfach. Ja, da dürfen wir uns ja schon mal freuen. Denn wir merken, dass wir die Brüder lieben. Das kann doch nur Leben sein. Das wissen wir, ja? Und in Kapitel 5, Vers 15, wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, wir so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Ja, also wo wollen wir denn da noch hinhören und hinwenden, wenn wir das doch wissen? Dann gehen wir doch ins Gebet. Ne? Und in Vers 18, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Das wissen wir. Haben wir es wissen? Vers 19, wir wissen, dass wir von Gott sind
und die ganze Welt im Argen ist, das wissen wir. Und in Vers 20, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist dieses Wissen, was sich in dem Gläubigen manifestiert. Und das soll beachtet werden und nicht mehr die eigene Werkgerechtigkeit. Deswegen hier im 13. Kapitel diese Mahnungen und Anmerkungen, was überhaupt Kraft des Lebens in der Gemeinde der Gläubigen bedeutet. Und dem gilt es immer wieder durch Hingabe an Gott, durch Gebet nachzustreben und darum zu bitten, dass der Herr diese Umwandlung vornimmt. Dann kommt alles zur Ruhe und zum Frieden.